freestyler. Rock a microphone. Carry on with a freestyler. So. Ach so, ich muss jetzt hier drauf springen oder was? Sonst könnte ich nicht die Kamera nur in die Richtung hier schwenken. Ich muss jetzt drauf springen. So. Und hier geht es jetzt anscheinend nach da weiter. Hoppsala. So. Und. Hüpf. Wow. Das ist aber toll. Perfekt. Ein Rückweg, wenn ich falle. Ja, mal wieder ein Rückweg, wenn er fällt, ne? Wie so oft. Hups. Und schwupps. Und schon sind wir oben. Fertig ist das Mondgesicht. So. Und wo geht's jetzt hier längs? So. Genau. Habe ich doch gewusst, von Anfang an war das geplant. Dieser Schritt war die ganze Zeit über geplant. Wirklich, Leute, wirklich. Ach du Scheiße. Okay, hier. Gibt's ganz viele Schätze anscheinend. Tomaten. Ist ja geil hier. Voll die Schätze. Wertvolle Tomaten. Direkt mit Ehek importiert aus Italien. Romulus, Schatz des Romulus. Tomaten, ey. Ist ja der Hammer. Wir kommen wahrscheinlich noch aus Zeiten von Romulus und Remus, ne? Aus den griechischen, was laber ich denn mal, aus den römischen Sagen. So Gammeltomaten, ne? Da geht's wieder hoch. Tja, was ist denn das hier für eine hübsche Truhe? Eine Schriftrolle. Schriftrolle von Romulus, eins von Romulus. Ich lasse die Rüstung meiner Familie hier. Sicher eine der besten, die je angefertigt wurde. Möge sie dich, der du sie findest, im Kampf stärken. Andere Handschrift. Wir haben sie genommen und wieder hinter die eiserne Tür gebracht. Die 6 Schlüssel, die sie öffnen, wurden unter unseren Brüdern verteilt. Wir werden sagen, sie komme von Romulus und werden... sie anbieten, zoomen, um Bilddateien zu sehen. Ja, Ende Zoom. Oh, das ist aber eine schicke Rüstung. Okay. Gut, dann wollen wir mal uns aufmachen und die stylische Rüstung suchen. Diese Schlüssel öffnen die geheime Schatzkammer des alten Anhängers des Romulus. Karte öffnen. Durch die Luke in der Decke entkommen. Okay, mache ich auch. Umschalt drücken, um zu interagieren. Jetzt kommen da wahrscheinlich die Wölfe. Voll Synchronisierung innerhalb von 8 Minuten beenden. Ja, okay, mein Gott. Dann habe ich es halt nicht innerhalb von 8 Minuten beendet. Was ist daran so schlimm? Ich würde jetzt nochmal gerne hier weiterkommen. Meep. 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 Die Anhänger von Romulus. Ach, diese Bande falscher Heiden terrorisiert die Stadt schon seit Monaten und treibt die Menschen in die Arme der Kirche. Wie praktisch. Genau. Ich vermute, die Borgia unterstützen sie. Doch Beweise dafür sind rar. Deshalb ist dieser Brief auch so wichtig. Okay. Hier ist er. Ich hoffe, ihr könnt ihn entziffern. Katzo, schon wieder verschlüsselt. Dieser sollte doch eigentlich lesbar sein. Sie übermitteln sie mit einem Chiffrierblatt. Ohne das haben wir nichts. Was ist ein Chiffrierblatt? Manchmal ist Logik nicht der einzige Weg, eine Schlacht zu gewinnen. Andiamo, ihr sagtet, wir hätten Verbündete. Bringt mich zu ihnen. Die Verbündeten. Immer wieder, immer läuft hier. Arme hinterm Arsch. Und wir sind wieder in einem neuen Bereich von Rom anscheinend. Roms Einkommen ist auf 52 € alle 20 Minuten gestiegen. Ist das viel oder wenig? Also für ganz Rom jetzt. Dann ist es nicht viel, glaube ich. Oder? Ich weiß nicht.
leicht stoßen. So, und jetzt. Umhauen! So ein Opfer. Okay. Dann wollen wir mal. Ach, da vorne ist ein Tor. Schon wieder ein Geheimversteck. Juhu! Ich mag Geheimverstecke. Wir sind in letzter Zeit oft durch die Tunnel gewandert, um den Wachen auszuweichen. Aber viele der Eingänge in die Stadt sind zerstört. Durch diese Tunnel kommen wir schnell ans Ziel, ohne auf Widerstand zu treffen. Das ist ja gut. Und da steht Spore drauf. Also S-P-Q-R, aber das sieht wie Spore aus. Hier oben, hier, Spore. Wenn man mal das Q absieht. Benutzen Sie den Tunnel, um schnell zu reisen. Den Tunnel betreten. Okay, das machen wir dann auch gleich. Wo muss ich jetzt hin? Ach, scheiß doch der Elefant drauf. Eingabe akzeptieren. Ich weiß doch nicht, wo ich hin soll. So, warum sage ich immer scheiß doch der Elefant drauf, ey? Tauben sammeln sich auf Vorsprüngen, von denen aus. Ich konnte es nicht mehr rechtzeitig lesen. Genau, so ist es. Ben Ach, trovato, richtig. Nicolo. Ah, Ser Ezio, welch Ehre. Fabio Ausini zu euren Diensten. Ich habe viel von euch gehört, von meinem Cousin, Bartolomeo Dalviano. Ein feiner Krieger. Fabio lieh uns ein leeres Lager auf der Isola Tiberina. Ich weiß, dass ihr aus der Toskana bessere Unterkünfte kennt. Es ist perfekt. Bene. Dann beginne ich mit den Vorbereitungen für die Romagna. Noch kommandiert Cesare, meine Männer, aber bald sind wir hoffentlich frei. Hoffe ich auch. Nun schlage ich vor, dass wir den Angriff auf die Borgia planen. Planen? Oh, glaubt ihr, wir sind für einen solchen Angriff bereit? Ja. Sicher. Wisst ihr zum Beispiel, wohin die Borgia Caterina Sforza brachten? Was? Dann wisst ihr auch nicht, dass die Borgia den Edenapfel haben? Wie konnten wir den Apfel verlieren? Also wisst ihr nicht, was unsere Feinde tun? Gibt es wenigstens einen Widerstand, der uns hilft? Kaum. Ha. Wir führen einen aussichtslosen Kampf gegen Cesares französische Verbündete. Ja, jetzt wir auf einmal. Wir haben ein paar Mädchen in einem Bordell, das von Kardinälen und anderen wichtigen Römern besucht wird. Aber die Besitzerin ist faul und feiert lieber Feste, als unsere Sache zu unterstützen. Machiavelli, du. Was ist mit den Dieben der Stadt? Haben die eine Gilde? Sie. Aber sie wollen nicht mit uns reden. Ich weiß nicht warum. Was habt ihr jetzt vor? Paul. Neue Freunde finden. Soziale Kontakte knüpfen nennt man sowas. Lieber Ezio. Römischer Untergrund, yeah. Au. Oh, warum blitzt hier alles so? Sequenz 2 beendet, ach so. Nein. Nein, warum löst sich alles? Nein, ich will nicht. Erfolge. Rom in Ruinen. Okay. Dann hätten wir anscheinend diese Erinnerung. Ja, gemeistert. Professionell. Wie nix. Der Krieger, der Liebhaber und der Dieb. Okay, das heißt, wir suchen jetzt einen Krieger, einen Liebhaber und einen Dieb und dann hat sich die Sache. Hey Junge, bist du ein Dieb? Einen Schmied aufsuchen, um Rüstung zu verbessern oder eine Armbrust zu kaufen. Also weißt du was, ich will lieber eine Armbrust kaufen, weil es ist geil, eine Armbrust zu haben. Und ich habe mir jetzt einfach so ein Pferd geklaut, ich hoffe, das ist meins. Ho, ho. Fabro. So, mal gucken, was das hier ist. Zum Untersuchen eh drücken. Diese Schmiede. Fick dich doch. Okay. Nein. Nein. Bin ich ein Spasti. Mir hat ein Typ meine ganze Kohle geklaut. Oder ziemlich viel Kohle. Hoffentlich ist der Kerl noch da. Hm.
Nö, der Typ ist weg. Vielleicht war das der Dieb, den ich gebraucht habe. Nein, er ist abgehauen. Ja, egal jetzt. Ich will eine Schmiede jetzt, ja. Ja, ja. Wie kann jemand nur so? Oh komm, wo ist hier eine Schmiede? Was ist das hier? Umschalt drücken. Vielleicht eine Schmiede. Oder eher der Ort, wo ich hergekommen bin. Nun ja. Ach du Scheiße. Dann gehen wir mal wieder raus. Carità. Carità per un povero cristiano. Wo zum Henker ist hier die Schmiede? Ja, genau, Leute. So. Also, jetzt muss ich hier mal ernsthaft eine Schmiede suchen. Ist das eine Schmiede? Nein, das ist Wurst. Es ist auch Wurst. Ich will keine Wurst, ich will eine Rüstung oder eine Armbrust oder sowas. Hört mir zu und lasst euch sagen, das böse Pardon. Halt's Maul, Junge. Alter, so ein Spaß, ey. Was ist jetzt eigentlich gerade meine Mission? Ich muss doch jetzt eine Schmiede finden, oder? Fortsetzen, Animus verlassen, Option, virtuelles Training, Datenbank, Charaktere, Inventar, DNA, Datenbank, Inventarkarte, Karte. So, also. Was ist das Zeichen für Schmiede? Hier. Ach du Scheiße. Bin ich aber noch ziemlich weit von entfernt. Aber wenigstens kann ich mich jetzt mal... Ach genau, stimmt eigentlich. Ich kann jetzt hier eigentlich aufs Dach klettern. Ist doch auch mal eine gute Idee hier. Zur Abwechslung, ne? Ja. Ach du Scheiße. So, tschüssi. Aha. So, und jetzt hier Schmiede suchen, ne? Da vorne war ja. Hui, ich fliege über die Templer hinweg. Kann ich mich jetzt hier eigentlich frei bewegen? Obwohl, das bringt mir ja eigentlich nichts, wenn ich hier jetzt irgendeinen Hauptmann kille, wenn ich nicht die Mission dafür habe, oder doch? Naja, egal. Hui, so. Da vorne wird ein Wolf angezeigt. Kann es sein, dass es diese Wolfmänner da wieder sind? Weil mit denen habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Die sind einfach abgehauen, diese Schisser. Einfach abgehauen. Versteht ihr das? Einfach abgehauen. Und alle ihre Schätze. Es waren nur Tomaten. Ey. Buddhistische Gebetsperlen. Okay. Oh nein, der Kerl hat mich gesehen. Hilfe!